Schneeballschlacht. Zum Beispiel spielt einer gegen drei, doch der Einzelspieler wird von Don Bananos unterstützt. Wie macht man denn Schnee? Okay. Hey! Hallo? Ach, dann bleibt man für immer eingefroren. Yep. Guck mal, wie Gumpa das macht. Ey. Gumpa, der hat das voll lustig gemacht mit den Füßen, glaube ich. Mhm. Ja gut, irgendwie muss er ja den Schnipper formen, ne? Ja, ja. Mario gerade ernsthaft ja, Baby gesagt? Ja, hat. Oh, Scheiße. Oh. Oh, komplett voll. Sechs Sterne schon, Halleluja. Sterninflation. Und wetten, die kriegt das Gold, ne? Ich denke auch. Ah. Gumba, du hast noch eine Röhre übrigens, aber ist okay. Ich glaube, das ist eh in der Nähe da. Ah! Eiskalt, der Kerl. Oh, super Bierdo. Geht voran hier. Nein! Oh. Ich glaube, Gumba reißt den Sieg doch an sich. Nicht einen Stern verlieren, bitte nur nicht. Oh nein! Hallo? Boah. Ey, ich finde das gar nicht gerecht. Ah, ich habe ja noch meine Stempelkarte. Ich kriege 5 zurück. Sharing's caring. Gehämmer nachgespürt, dass er der Kran hat Schuld. Okay. Die Teamspieler fliehen. Der Einzelspieler versucht sich zu greifen. Wird das ganze Team gefangen, hat der Einzelspieler gewonnen. Okay. Boah, ist das schwierig.
Das ist aus richtig Mario mies. Party 5 oder so. War ja klar. Greifautomat! Ich sag doch, du bist Königin der Greifautomat. Kommt, Leute. Das ist mein Spiel. Bei dir machen die Kran-Minispiele auf dem Kirmes miese. Erstmal wieder Geld schnurren. Erfolg erzielt, Sternsammler. Stempelsammler. Ah, wurde auch mal Zeit, dass du dich blicken lässt. Weil ich so nett bin, kriegst du trotzdem 5 Münzen. Damit er mir an einem Challenge-Minispiel, welcher Spieler sich mit Wario als Jamboree-Partner zusammentun darf, ich will nicht. Ich will denn auf keinen Fall. Eine Partnerschaft mit Wario kann sich lohnen? Nein. Und zwar aus folgendem Grund. 3 bis 8 Münzen, nein. Nein, danke. Ich steig selber aus, ich will nicht. Wario will's wissen. Oh nein! Keine Quiz-Show. Und das leckt! Nein, Phoenix, da kann keine Sterne verstoppen. Wenn du einen Jabri-Partner hast, kannst du 2 Sterne kaufen statt 1. Er kann dir nur Münzen schenken. Beginne das Spiel mit 5 Punkten, 10 Fragen, ein Wario. Wer schnell und richtig antwortet, erhält extra 4 Punkte. Okay. Hey, ich hab das nicht verstanden, wie das funktioniert da. Ich habe 5 Punkte, also von daher. Ach, ich will den sowieso nicht haben. Wenn wir es eh nicht verstehen, dann kriegen wir den nicht. Hä? Wo geht's zum Ausgang? Ach du Scheiße. Habe ich schon was gedrückt? Ach ja. Oh Kacke. Du wolltest den ja eh nicht haben. Hier lang. Oh, ich hasse so Kopfsachen. Wovon gibt's die meisten? Wie viele Runden? Welches Teil fehlt? Was? Es wäre eindeutig das andere. Welcher ist am längsten? Ja, so, aber das ist einfach. Ein Goomba. Goomba, der Idiot! Mein Gott. Wovon gibt's die meisten schon wieder? Nein, ich hab falsch gedrückt. Goomba!
Dafür, dass wir die nicht haben, und haben wir die meisten Punkte. Ach du Scheiße. Ich sehe nichts. Ich nehme jetzt einfach mal das Verrückteste. Ach guck mal, hat doch jetzt nur gemacht, weil alle das gedrückt haben. Wo lande ich? Was soll ich das denn wissen? Wenn ich das mit dem Kopf rechnen, üben wir nochmal, ne? Oh Gott. Das wird peinlich. Oh ne, nicht schon wieder. Wie viele sind's? Oh Scheiße. Man hört es auf. Ach, wo der Auswahl. Ich hab die Frage nicht mal verstanden. Ich dachte, wir wissen den. Ja. Man hört es endlich auf. Noch Goomba. Viel Spaß mit Mario. Nein. Nein, oder? Ich habe jetzt wirklich random getippt. Oh nö. Nein. Jetzt verdiene ich echt den Unglücksstern, weißt du das? Nein, ich will nicht dem als Partner. Oh Mann. Ich möchte nochmal anmerken, ich bin der Einzige, der keinen Block hatte. Ja, das stimmt. Oh, das Ergebnis wird gleich richtig spannend werden. Oh, Goomba kriegt auf jeden Fall noch zwei, wenn er nicht so... Das ist die 19. Runde, der kriegt dann nur noch einen. Ach, ja stimmt. Ja, hätte er die erste Röhre gezückt, hätte er vielleicht noch zwei. Ja, Dumbas, Goomba, Dumba. Dumba. Passt doch. Es sei denn, der zückt jetzt gleich seinen Buff, weil er mir einen Stern klauen möchte. Kann er nicht mal, weil er zu wenig Münzen hat. Spielen wir jetzt schon 2 Stunden? Ja, 2 Stunden, 13 Minuten. Es kommt schon leichter mit 150 Minuten. Oh, Mario bezahlt Bierlo. Uiuiui. Wir wissen alle warum. Danke. Mario ist dabei, ne? Bitte, bitte. Oh. Das wär's jetzt gewesen. Ich hab schon echt. Och nö. Oh, es wird gleich wieder lecken, Wetten. Wurm vollendet. Nächste Runde muss Elena 1 würfeln. Warte. Was muss ich denn machen? Das. Ey, Goomba, du hast die falsche Form, oder nicht? Hä? Verstehst du das?
Ah. Komm, Bumba. Ich hab verstanden. Ich nicht. Irgendwas. Oma, warte doch, ich bin noch nicht so weit. Hey. Was ist das? Ich mach die alle so ehrlich. Das hier. Guck mal, komm. Gumm. Du Idiot. Gumba nimmt einfach dasselbe, wie ich nehme. Ja, nee, ist klar. Hast du den noch gerade mit dem perfekten Namen angesprochen? Dumper. Hm. Ach, schön. Super. Danke, Lumba. Letzte Runde. Ich bin gespannt, wird Gumba, Dumba, Goldröhre zücken oder den Duellhandschuh? Hm. Gut gewürfelt. Mhm. Nee, oder? Oh. Ich möchte noch mal angemerkt haben, in den 20 Runden habe ich keinen Block bekommen. Hey, ich bin der Letzte, ne? Nee, doch nicht. Doch, bin ich wohl. Was hat Wario mir dann gebracht? Gar nichts. Naja, wir haben ja dann noch 6 andere Bretter, wo du deine Chance unter Beweis setzen kannst. 6 Wochen hast du noch Zeit. Wenn du jede Woche Zeit hast für einen Stream. Macht Philipp dann auch mal mit? Philipp, beantwortest du bitte die Frage? Ja, ich kann es nicht lesen. Er schreibt ja. Philipp verbündet mich, sich da mit mir. Und bitte würfeln wir 1. Boah. Dieser Anblick, der bringt mich schon um, ne? Wenn Wario Bier nur da Geld zuschiebt. Erstmal kannst du wieder ein Dose einstecken, falls du was gekauft hast. Oh, 3 Lose. Wenn ich jetzt den goldenen ziehe, ne? Das wäre so Pech. Hm. Komm, noch einen weißen. Ja! Ich hab's nur nicht erfüllt. Ich auch. Super. Zumindest bist du nicht auf mein Feld gekommen. Oh nö, wir haben Gumba im Team. Nein. Hammerharter Münzdieb. Der Einzelspieler hämmert das Team, um Münzen zu stibitzen. Die Teamseite gewinnt so viele Münzen, wie die nicht geklaut wurden. Okay. Wir müssen nur wegrennen. Yep.
Sollten wir hinkriegen. Ich weiß nicht, wie es bei Dumba ist, aber naja. Dumba kann gar nichts. Aua, warum ich? Badumba, aua! Die verfolgt mich. Badumba verbratet all unser Geld. Wenigstens fleißig am Clips erstellen, hat jetzt von dir mit dem Losautomat einen Clip gemacht. Mit wie viel Pech willst du haben? Ja. Gut gemacht, Leute. Kommt zusammen, um euch das Ergebnis anzusehen. Ich kann nicht mehr. Wirklich klasse gespielt, ihr Lieben. Doch es kann nur einer allein unser Superstar werden, was mein Gleichstand ist. Wie es scheint, hat sich sogar ein ganzes Publikum eingefunden, um den großen Finale zuzujubeln. Ey, ich muss dir noch was sagen. Wario trägt eine Flagge vor mir. Ja, und guck mal. Bowser Jr. sowie Donkey Kong auch eine Flagge von mir. Ja. Phoenix sagt, Ellie. Ich kann die Spannung schon richtig knistern hören. Auf diesem Monitor erfahrt ihr ja jetzt alle einzeln. Will nicht. Wer wird siegreich sein? Mal schauen, wie sich der Besitzerstern so im Laufe der Partie verändert hat. Die Grafik allein zwar nicht her, aber ich weiß die Details. Yoshi hatte sich hier zwei Sterne in einer Runde geschnappt. An dieser Stelle ist Folgendes passiert. Die Grafik allein gibt zwar nicht her, aber ich weiß die Details. Hier hat Goomba einen aufgetragen, vorhin zu klauen. Einen Stern von Yoshi. Und 10 Münzen. Kommen wir nun zu dem Bonusstern. Bitte nicht, ich habe ein Déjà-vu. Der erste Stern wird für folgenden Bonus vergeben. Und die Wahrscheinlichkeit, ne? Okay, Leute, warum ich und ich gerade nicht so können ist. Wir hatten mal eine Runde mit Phoenix, sie und ich und Peach als CPU. Da kam dann auch als Bonus der Unglücksstern. Hat jeder bis auf Ellie bekommen. Dieser Bonus geht an. Too dead. Einen weiteren Stern gibt es für folgenden Bonus. Minispielbonus. Diesen Bonus erhält der Siegertyp, der die meisten Minispiele gewonnen hat. Dieser Bonus geht an. Klasse und wohnen als geklärtes rasch weiter zur Krönung des Siegers. Wer also ist der Superstar? Goomba, du schon mal nicht. Ich bin Letzte. Erfolg erzielt, erstmal Superstar. Herzlichen Glückwunsch. Yay, ich bin nicht das S-Wort. Ich aber. Einfach dieses Gesamtergebnis finde ich. Dann wollen wir uns jetzt noch die Details ansehen. An diesem Beschreib wird man sich lange erinnern. Ihr habt alle wirklich tollen Einsatz gezeigt. Yoshi, du hast mit dem meisten Minispielsiegen größten Können bewiesen.
Toadette, du weißt, wie man versteckte Blöcke findet. Das konnten alle, bis auf ich. Dafür braucht man ein glückliches Näschen, ganz klar. Goomba. Dumba, du hast so viele Items eingesetzt, dass ich mich gar nicht mehr an alle erinnere. Birdo, gut gemacht. Eine voll auf ausgewogene Leistung. Du strahlst Beständigkeit aus. Oh Gott, wegen einem roten Feld hast du den Stern nicht gekriegt. Ja. Wir sind alle auf Bowser gelandet. Heftig, also einfach nur heftig. Definitiv. Ja, wie kommt man jetzt hier wieder raus? Ach, da, beenden. Gut gemacht, Leute. Spiele regelmäßig, um immer mehr Partypunkte zu sammeln. Mit Partypunkten kannst du auf der Party Plaza shoppen gehen. 7 neue Erfolge erzielt. Party Neuling, erstmal Superstar. Ein erster Stern. Bowsers Begleiter. Donkey Kong Scoopa, Begleitung für Bowser Jr. Temple Star. Für das Erreichen eines Erfolges erhältst du eine von insgesamt 50 Belohnungen. Dazu erhöhen Erfolge deinen Spielerrang. Sieh dir deine Erfolge im Datenhaus an. Neue Ware eingetroffen, Partypunkte, neue Ware, neue Ware, neue Ware. Partypunkte. Profi-Regeln verfügbar. Du kannst den Mario Party Modus jetzt mit Profi-Regeln spielen, liebes Bisschen. Dann würde ich mal sagen, zur Party Plaza. Erstmal neue Emotes kaufen. Und zwar kannst du hier Emotes kaufen. Aber geht wohl nur im Singleplayer-Modus. Man kann sonst nichts machen. Ich würde mal sagen, das war ein spannender erster Bettspiel, ne? Ja. Du bist das S-Wort, ich nicht. Ja, danke schön. Dumba hat dich auseinandergenommen. Das auf jeden Fall. Ach ja, und hier ist der Singleplayer-Modus. Wenn du hier Aufgaben abschließt, kriegst du Dekoration, womit du deinen Plaza umgestalten kannst. Okay. Ist aber auch noch Singleplayer, also kannst du dich offscreen austoben bis zum nächsten Stream. Ja, hat Spaß gemacht. Also ich finde es bisher viel besser als Superstars. Ich fand's auch lustig. Bin gespannt, was die andere Britta auf uns vorbereiten werden. Ich auch. Dann bedanken wir uns herzlich zum dabei sein, zum Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tüdelü. Tschüss.